Die Routen liegen schon. Wir haben es relativ. Ja, Freunde, gerade die Anmoderation gemacht. Die Route lag eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Da pfeift der erste ab. Klasse Sache. Fisch dieses Jahr an dem See, wurde auch Zeit. Der hat einen richtig guten Drill beschert und ein richtig schöner Spiegler. Freue ich mich richtig. So kann es weitergehen. Ja, dass so schnell ein Fisch abläuft, habe ich nicht gedacht. Die Ruten lagen jetzt gerade mal schätzungsweise so 20 Minuten. Ich habe einen Multi-Rig, einen Pop-Up und einen Fake-Maiskorn präsentiert mit ein bisschen PVA und scheint gleich funktioniert zu haben. Richtig gut. Mal gucken, ob jetzt in den nächsten Stunden oder auch in den Abendstunden noch ein Fisch abläuft. Sind auf jeden Fall gute Dinge und auf jeden Fall motiviert. Ja, guten Morgen. Das Filmen hat uns der Regen fast unmöglich gemacht. Es ging aber auch kein weiterer Fisch, bis auf der von Justin. Ja, jetzt habe ich gerade die Route nochmal neu gemacht, nochmal rausgebracht. Jetzt ist 7. Mal gucken, ob in den nächsten Stunden, Morgenstunden nochmal was geht. Jetzt lege ich mich nochmal ein paar Stündchen ab und dann hoffentlich werde ich von einem Fisch geweckt. Ja, da letztes Mal nicht mehr ganz so viel ging, habe ich mir gedacht, die Sonnenstrahlen sind rausgekommen nach dem Arbeiten. Jetzt gehe ich noch eine Runde ans Wasser. Ich nehme euch natürlich wieder mit und mal schauen, ob ich euch einen Fisch vor die Kamera zaubern kann. So, jetzt sind wir am See angekommen. Ich zeige euch noch ganz kurz was zu meiner Taktik und zu meinem Rig, was ich heute verwende. Ich setze hier auf einen Multi-Rig heute. Einfach ein visuell sehr attraktiver und auffälliger Köder mit dem Mais und dem Pop-Up. Einfach ein kurzes Vorfach. Hier noch ein kleines Play aufs Vorfach. Und einfach das ganz klassische Multi-Rig. Und da noch einfach der kleine, attraktive Köder mit dem Pop-Up und dem Maiskorn. Und auf der anderen Route gehe ich ein kleines bisschen größer. Da fische ich einen Snowman, 4 Carbs, Reliver Spoily und einen Blowback Rig. Und das habe ich ein bisschen länger gewählt. Wie gesagt, hier schlammig. Und der Snowman steht dann schön auf dem Grund. Und erhoffe mir einfach so, dass ich so den einen oder anderen Karpfen heute noch fangen kann. Das Wetter hält echt gut. Habe ich gar nicht gedacht. Und ja, jetzt kommen die Ruten ins Wasser und dann geht's los. Eine halbe Stunde da. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der ist gerade an der Inselkante abgelaufen. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Was ein Spiegler. Richtig, richtig schöner Fisch und das einfach nach dem Schaffen, spontan. Ich bin nur noch sprachlos.
wenn ich so eine Instant-Session angehe, wie ich es heute mache, dann bin ich eigentlich so mobil wie möglich unterwegs. Ich habe hier keinen Rodpod, nichts Wildes. Ich habe mir meine Single-Sticks, habe mir meine Bissanzeige eingepackt und zwar einfach zwei Routen. Da habe ich noch eine Tasche dabei, wo einfach ein bisschen Köder drin sind, ein bisschen Futter, ein bisschen PVA und das ganze Rig-Zeugs, was man halt braucht. So. Hat halt natürlich noch eine Abhakmatte und einen Kescher, das war's eigentlich. Und gerade so mit so Single-Sticks ist man halt relativ flexibel. Man kann reagieren auf Fischaktivitäten auf dem See oder so. Man kann einfach die Sticks rüberstecken und in das andere Eck vom See werfen. Genau, so ist man eigentlich dann recht relativ flexibel. Ja, ihr seht es, Freunde, ich muss mir eine Jacke anziehen. Ist ziemlich kühl geworden, hat ziemlich abgekühlt. Ich habe jetzt auch die Routen eingeholt und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Morgen sind wieder am Wasser. Ciao!